Harter Tobak, harter Tobak. Hey, wir sind's, Dennis und Benny, eure beiden Comedy-Twins. Viele von euch denken, eure Influencer-Stars haben keinerlei Probleme. Doch das stimmt nicht. Auch wir haben täglich mit fiesen Hasskommentaren zu tun. Genau. Ja, wir Trottel würden am liebsten auf jeden dieser Kommentare mit niveaulosen Gegenbeleidigungen antworten. Aber hey, lassen wir doch einfach die größten Dichter und Denker unserer Zeit für uns sprechen. Frei nach dem Motto, nennt dich jemand fette Kröte? Schlag zurück, und zwar mit Goethe. Hurensohn, Bastard und Schwanzlutscher, eure Videos verursachen bei mir Ohren- und Augenkrebs. Fick dich ins Knie, du Pimmelberger, Pimmellutscher und Mutterficker, ihr Nutten und Huren. Ich gebe zu, dass ich gut bezahlt werde, aber es ist nicht mehr, als mir zusteht. Schließlich bin ich öfter gefickt worden als eine Nutte, Sean Connery. Aus den Arschlöchern von euren Eltern komme ich, ihr Schwuletten. Hashtag AMK-Army. Je älter man wird, desto mehr lernt man seine Eltern zu begreifen. Favretto. Ihr seid Homo und Homos sind Kochbars. Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren. William Faulkner. Das solltest du nicht tun, das solltest du nicht tun, du Kochbar. Lack, ihr kleinen Hurensöhne, ich fick eure Mütter, ihr Scheißschwuchtel, ihr Nuttensöhne, ihr Bastarde, was für Opfer seid ihr, Mert fickt euch, zwei vietnamesischen Pferdefressen, ihr Eierlecker, Hurensöhne. Jeder kann wütend werden, das ist einfach, aber wütend auf den Richtigen zu sein, im richtigen Maß, zur richtigen Zeit, zum richtigen Zweck und auf die richtige Art, das ist schwer, Aristoteles. Junge, du scheiß Allmann, scheiß Hurensohn. Rassismus ist eine Krankheit, die sich durch Dummheit überträgt. Yvonne Hollenbach. Anaui, diese Moderatoren sehen aus wie so scheiß Biber. Ich fick mein Leben. Durch Nachteile seiner äußeren Erscheinung darf man sich nicht beirren lassen. Aristoteles und Onassis. Wieso zum Fick reden die so, als wären sie retard? Ist das jetzt gespielt oder sind die dümmlich? Was nennen die Menschen am liebsten dumm? Ja, das Gescheite, das sie nicht verstehen. Marie von Ebner-Eschenbach. Die nächsten Abfahrten, Linie 146, Neumarkt in 5 Minuten. Du bist eine doofe Sau. Ich ficke deine Tochter, XD. Man kann in Kinder nichts hineinprügeln, aber vieles herausstreicheln. Astrid Lindgren. Ihr zwei Nuten redet nur über andere und wollt davon profitieren? Alter, ihr hässlichen Fotzen, schaut erst mal in den Spiegel, wie hässlich ihr seid mit gelbe Zähne, AMK, ihr Hurenkinder. Ein Mann mit einem hohen Bankkonto kann gar nicht hässlich sein. Sascha Gabor. Kommt Hals Maul, ihr Schwuchtel, ihr seid anderen unlustig und einfach zu alt. Alt ist man dann, wenn man an der Vergangenheit mehr Freude als an der Zukunft hat. John Nittle. Und jetzt seid ihr dran, liebe Freunde. Beantwortet in Zukunft eklige Hasskommentare mit wohlklingender Poesie. Ja, Hashtag leck mich am Poesie. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wie wurdet ihr denn schon mal im Internet beleidigt? Und wir werden auf fast jeden Kommentar antworten, wie ihr in Zukunft damit umgehen müsst. Ja, natürlich mit Poesie und Lyrik. Genau. Wir beide gehen jetzt in die Dampfsauna und werden unseren Schweiß in Flaschen füllen. Und dann, den dann einfach völlig überteuert in unserem Fanshop verkaufen. Oder Leuten auf der Straße einfach ins Gesicht schütten. Ja. In diesem Sinne, einen wunderschönen Donnerstag und wir sehen uns am Sonntag. Auf Wiedersehen und Farewell.